Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 hier auf SteelGames Studio. Mein Name ist Master Schröder und warum stehe ich hier so dumm rum? Ganz einfach, ich habe versucht, diese wunderschönen Erdbeeren sozusagen von da hinten wegzusortieren und sowas. Oder beziehungsweise die Tomaten habe ich auch geschafft. Aber ich habe auch das geschafft, dass ja eine Palette da drüben liegt. Ja, ich weiß es auch nicht, warum ich so doof war und nach hinten ausgeladen habe, aber es ist wirklich eine Palette halt nach hinten durchgefallen. So, es ist mir dann aufgefallen, dass dann nachher da Paletten lagen. Geht der denn rückwärts her? Die nicht mehr durch drei teilbar waren. Also das heißt, die Anzahl der Paletten, die war einfach nicht durch drei teilbar. Dachte ich mir so, das kann ja nicht sein. Da muss ja irgendwo eine weggekommen sein. Ja, ist sie auch. Also dann doch wieder mit Anzeige, wo ich ablade. Damit ich nicht so einen Blödsinn mache. Aber interessant, dass man fast bis hinten ranfahren könnte, theoretisch. So. Zack, und dann sind sie abgeladen und dann ist alles gut. So, dann passt das auch wieder. Ich habe den Raps in unser Silo gebracht. Da können wir jetzt mal gucken, wie viel Raps wir insgesamt geerntet haben. Und zwar... muss ich eins drücken, damit ich das sehe? Oder? Nee, da unten ist es doch. Wir haben 18.517 Liter Raps geerntet. Das ist relativ wenig, hätte ich gesagt, für die Fläche, die wir dafür aufgebracht haben. Aber okay, so ist es halt. Wenn wir, oder beziehungsweise was wir natürlich jetzt so für die nächste Zeit brauchen. Also, wir werden ja dann wahrscheinlich Raps wieder hinten auf das große Feld machen. Oder dort. Weiß ich nicht, keine Ahnung, was machen. Wir müssen mal planen, was wir jetzt in die nächsten, das nächste Mal auf welche Felder machen. Also da, wo die drei Rapsfelder sind, könnten wir theoretisch Gerste drauf machen oder Hafer. Hafer ist ja nicht ganz gut. Genau. So. Hier war vorher Gerste drauf, wenn ich mich recht erinnere, und da war ja Weizen. Dann geht hier jetzt... wo geht denn das denn dann hin? Hafer haben wir dies Jahr gar nicht gehabt, ne? Ne, dies Jahr haben wir gar keinen Hafer gehabt. Wir müssen das nochmal neu einteilen. Nochmal eine Frucht... Oder machen wir keinen Weizen mehr, machen wir nur noch Gerste und Hafer? Das ist scheißegal, oder? Was bringt denn mehr in der Mühle quasi pro Einheit? Aber das ist eigentlich auch wieder völlig egal. Production. Oh, da, Produktion. Mühle, Getreidemühle, Weizen ist 150. Bei Hafer 150 bringt 188 Mehl, aber du hast, glaube ich, weniger Körner. Und deswegen ist das so ein Problem. So, Kleidung wird auch schon wieder hergestellt. Sehr gut. Tomaten, hier wird auch alles fleißig hergestellt. Sehr gut. Okay, nee, dann weiß ich auch nicht. Ah, gut, okay. Dann bin ich jetzt erstmal überfragt. Da sind noch 10.000 Liter Wolle drin. Immer noch. Achso, den habe ich gerade hingebracht. Was machen wir denn? Weil, sagen wir mal so, vom Kalender her... Müsste ich im nächsten Monat mich entscheiden, wo ich Raps hin mache. Und aktuell würde mir nur dieses Feld hier einfallen für Raps. Und dann würde ich das jetzt hier erstmal mit dem Ganzen so lassen und dann ist das gut und dann werde ich das einmal ummähen und dann ist das... Ja, okay. Dann lassen wir das erstmal so. Ah, der war aus. So, der war an. So, den Hänger, den stellen wir jetzt mal kurz hier ab. Dann holen wir uns jetzt, weil ich will ja Futter für unsere lieben Schafe machen. Holen wir uns mal den Rasenmäher hier. Und dann holen wir uns die kleine Presse dran. Und wenn wir 30.000 Liter machen wollen, müssen wir so ein bisschen im Kopf mitzählen, wie viele Ballen wir haben. Ein Ballen hat 500 Liter, das heißt, wir müssten 60 Ballen machen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir fangen auf jeden Fall hier an und werden erstmal um dieses Feld herum quasi den Ertrag nochmal für dieses Feld steigern hier. Und werden hier dementsprechend jetzt Grasballen machen. Und einer müsste 500 Liter haben, ne? Ja. So. Und wenn ich 30.000 machen möchte, dann brauche ich demzufolge 60 Ballen. Das Ganze wird natürlich
sich über unsere gesamte Rasenfläche hinziehen, bis wir damit durch sind und die ganzen Ballen fertig haben. Davon kann man mal ausgehen, aber... Und Schild haben wir auch schon wieder dabei. Naja, gut. Okay, kann man ja mal haben, so ein wunderschönes Schild auf dem Rasenmäher. Das bringt jetzt nicht allzu viele Punkte, aber immerhin. Vielleicht ein paar Style-Punkte. Was steht da überhaupt drauf? Rough Road. Okay. So, drei Ballen liegen da schön, plus die zwei, die wir hinten drin haben. Na, das geht doch schon mal ganz gut los hier. Da haben wir doch schon fünf Ballen zusammen. Muss man aber sagen, dass das hier nicht läuft. Läuft doch wie ein Länderspiel. Jetzt nicht von den Engländern oder so. Ich weiß gar nicht, ob das einer mitgekriegt hat von euch. Nations League, das war ja... Das lief ja gar nicht mal so gut für unsere... Für die Lions, kann man ja mal sagen. Also die haben ja da doch ordentlich Abreibung gekriegt gegen Ungarn. Nicht, dass ich jetzt schadenfroh wäre und sagen würde, naja, mein Gott, nicht, aber... Die Engländer sind auch mal ganz gerne schadenfroh, wenn wir mal eine Abreibung kriegen. Und ich muss sagen, dass sich die Truppe ganz gut geschlagen hat gegen Italien. Das hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen, dass die das wirklich so gut hinkriegen. Aber schön. Muss man sagen, ich habe mich mal wieder für Fußball interessiert. Ich habe sonst so, gucke ich da ja eigentlich eher weniger hin. Oder ja, sagen wir mal, naja gut, lass es spielen. Ne? Machen sie keinen anderen Blödsinn. So ist das auch immer, wenn dann andere Leute mal sagen, so, warum... Die Kinder und so, warum die den Computer spielen oder was weiß ich, und wo nicht überall rumlaufen. Sag ich mal, lass doch da spielen, mach keinen anderen Blödsinn. Naja, das ist dann so eine. Aber auch so eine ganz merkwürdige Einstellung von manchen Menschen dazu. Also gerade zum Thema Computerspielen ist das sowieso ein bisschen schwierig. Aber gut, das wollen wir jetzt hier nicht auseinandernehmen. Wie gesagt, ich habe mich da mal für Fußball wieder interessiert und heute ist auch noch, also heute Aufnahmetag ist Samstag. Ihr merkt daran, dass ich, vielleicht eventuell noch ein bisschen nasal spreche, dass ich wirklich die Zeit noch hoffentlich gut genutzt habe mit dem... Nee, Sonntag ist. Der Race Day. Dass ich die Zeit hoffentlich ganz gut genutzt habe, dass ich wieder gut beieinander bin, aber ja, ganz geklappt hat es noch nicht. Ich hoffe, dass ich da den ganzen Samstag übrigens gepennt, ne? Also ich weiß nicht, was das auslöst bei der ganzen Situation, also die Situation, die dort war jetzt. Ich war so müde. Ich habe unfassbare 14 Stunden geschlafen. Und das ist für mich wirklich unfassbar, weil normalerweise, keine Ahnung, 7-8 Stunden und dann ist gut und dann geht's weiter und dann, also am Wochenende und in der Woche bin ich immer so bei 6,5 bis 7,5 Stunden. Aber das war wirklich schon sehr speziell jetzt auch für mich, so viel zu schlafen an einem Tag. Aber okay, wenn es hilft, ist es ja gut, aber so habe ich zumindest den ganzen Samstag verpennt, deswegen ja, bin ich auch im Kopf noch irgendwie auf Samstag, weil eigentlich theoretisch mir der Samstag komplett fehlt von dem, was ich so alles erledigen wollte am Wochenende. Aber das haben wir ja auch wieder, kennt man ja wieder. Man macht einen Plan und Gott lacht. So, wie viele Ballen haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Plus die 2 in der Maschine. Richtig? Das läuft doch schon mal ganz gut hier. Wenn wir jetzt schon 15 Ballen haben und 60 wollen wir zusammen bloß machen. Davon legen wir dann halt 15 hier oben hin und die restlichen 45, oder hier hin und die restlichen 45 kommen da oben hin. Hat mir ja schon abgeklärt. So, ja, dann machen wir jetzt einmal hier lang runter auf der Seite und nochmal lang runter und dann kommen wir wieder runter. Dann machen wir einmal hier hoch und runter und dann sollten wir eigentlich fast die beiden zusammen haben, die wir haben wollten. Oh, jetzt ist schon ein Viertel geschafft. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Haben wir schon. Gut, sehr gut. Da freue ich mich doch drüber. So, dann machen wir jetzt hier mal eine kleine Eindrehung in den ganzen Laden. Weil ich da schon wieder was ab. Komme auf außen wieder runter und komme erstmal auf innen hoch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei den...
an den Rüben, wenn ich darüber fahre, ob ich die dann absäbel oder so und ob da dann Ballen draus wären oder ob da Gras draus wird oder ob die dann einfach weg verschwinden. Mal sehen, wenn ich darüber fahre. Nee, da passiert gar nichts mit. Okay, gut. So. Wenn ich so raus will, sind wir schon bei 20. Also 20, die rumliegen, und zwei haben wir immer noch im Gerät. Und dann würde ich auch sagen, dass wir noch Silageballen mit der Restwiese machen, die wir dann noch so überall haben. Die Silageballen, die bringen uns ja auch ganz gut Geld. Da müssen wir mal gucken, ob wir die nicht jetzt doch schon mal verkaufen können. Bin ich auch fast sicher, dass da jetzt... Nee, warte mal, da war auch im Dezember der Höchstpreis, ne? Ich merke mir das immer nicht, wenn die Höchstpreise sind. Das muss ich mir irgendwann aufschreiben und dann mal auf den zweiten Gipfelschirm machen. Aber egal, so habe ich immer wieder was, was ich dann zum Anfang einer Aufnahme angucken kann. Wenn ich mich dann daran erinnere, wenn wir was zu verkaufen haben, das wäre ja auch ganz gut. Wie gesagt, uns fehlen ja ungefähr 100.000 zum Traumziel, dass wir, oder zum nächsten Ziel, nicht Traumziel, aber zum nächsten Ziel, dass wir dann, na, sag gleich, Kühe haben. Ja, Kühe, ja, ja, Kühe haben dann. Eigentlich genau das ist das ja. Wir wollen dann ja auf Kuhstall gehen. Und mit den Kühen Geld verdienen, beziehungsweise dann halt eben in die Milchzucht gehen oder in die Milchviehzucht. Und in den Milchverkauf erstmal, dann die Molkerei dazu natürlich besorgen, dass wir die Produkte durchaus auch. Was war das denn gerade? Hä? Warum hat denn der damit einmal so viel Gras rausgeworfen? War schon wieder an der Stelle. Hä? Ist das, wenn ich so einen, kann ich so einen Ballen überfahren, dann fliegt der eins. Hallo, ich will einen Rückwärtsgang haben. Kann ich so einen Ballen überfahren und dann platzt er wieder auseinander oder so? Keine Ahnung. Weiß ich es nicht. Hm. Merkwürdige Geschichte, warum da jetzt immer dann mal so ein großer Haufen Gras war. Es hat eine ganze Weile nichts reingezählt im Dings, das habe ich auch gesehen, aber naja, gut, okay. Sei es wie es sei. Wir fahren jetzt hier erstmal runter. Genau, wir wollen ja dann in Richtung Kuh gehen und Milch und dann Milch verarbeiten sozusagen betreiben, damit wir da auch die Butter rausbekommen, beziehungsweise was wir da brauchen für unseren Erdbeerkuchen dann. Beziehungsweise für unseren Kuchen. Das Einzige, wo wir dann wirklich mal irgendwann in ganz neue Technik gehen müssen, ist dann nachher bei der Zuckerproduktion. Beziehungsweise da müssten wir vielleicht eventuell dann, weiß gar nicht, gibt es eine Zuckerraffinerie einfach so zu kaufen, zum Hinbauen oder so? Nur mal gucken. Wenn ja, müssten wir das nämlich ausnutzen und dann müssen wir dann irgendwo mal Zuckerrüben ernten und die Zuckerrüben bei unseren Zwischenlagern, was da überbleibt. Damit wir da ein bisschen Zucker herstellen können. Bis wir den ersten Kuchen haben. Ich weiß noch nicht warum, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber die Glocken läuten hier in meinem Heimatort gerade, oder meinem Wohnort, Heimatort ist es ja nicht, in meinem Wohnort gerade, wie verrückt. Und ich habe keinen Plan warum, aber sie machen es halt einfach. Mir ist eigentlich nicht bewusst, dass heute irgendein kirchlicher Feiertag wäre. Deswegen, na, eventuell so ein paar Glocken läuten könnten. Also von daher. Ich weiß, dass jetzt irgendwann hier Happy Cadaver Day war, aber der war jetzt erst am 15. oder nicht? Gewesen. So, heute haben wir noch den 19., 18., 19. Morgen ist der 20. Morgen ist eindeutig der 20. Das habe ich nämlich gemerkt, weil da gibt es nämlich ein extra Essen für meinen Mitbewohner, Berliner Natur. Da wohnt nämlich der Kater 12 Jahre mit mir zusammen. Ja.
Dann habe ich nämlich ja, vor 12 Jahren dann von einer Art hier hingeholt. Also das Katzenauffangstation für streunende Katzen, Straßenkatzen war das. Ja. Dann müssen wir ein bisschen vorsichtiger fahren. Nicht, dass wir hier die gute Hirse abmähen. Das wollen wir natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob da der Mähdrescher überhaupt irgendeine, oder der Mäher jetzt, oder wenn wir hier jetzt keine, ich glaube, das hat gar keine Rücken mehr drauf, ne? Cool wäre es schon, wenn dann einfach grün, also ich meine, es gibt ja auch überall Weizen- oder Gerstenfelder, dass sie die mal grün einmal abmähen. Halt, um bloß die Pflanze halt zu bekommen und nichts weiter. So, jetzt ist natürlich die gute Frage. Ich habe natürlich absolut nicht mitgezählt, wie viele Ballen ich schon fertig habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei weitem nicht so viele sind, wie ich brauche, aber wenn ich mir weit weg davon ist. Jetzt einmal außen rum hier, um dann da durch die Mitte nach unten zu fahren, glaube ich. Ich fahre hier mal einmal hin und her, mal gucken. Und man sieht immerhin da, wo ich schon mal Rasen gemäht habe, sieht das Gras anders aus als auf einer anderen Stelle. Ne? Entweder ist es mit dem nämlich vom Wachstum her wieder so hoch, wie es hätte sein können. Da spawnen wieder die Rehe. Komm, macht euch weg. Ja, hier kommt auf jeden Fall jede Menge drauf und Betrag vom Feld. Klingt doch komisch. Unrund irgendwie, ne? Komplett unrund, der Kleine hier. Der Seite, dann kommen wir wieder hoch auf der anderen Seite und fahren wir wieder zurück und dann müssten wir eigentlich genügend Wiesen gemacht haben. Wäre schön, wenn es einen Ballenzähler gäbe, ne? Der ist einfach mitzählt hier. Und dann müssen wir die einmal alle einsammeln und dann haben wir wieder genügend Nahrung hoffentlich für unsere lieben Schafe, die uns ganz viel Geld bringen. Also ich meine, wenn ich die ganzen Klamotten dann im April oder irgendwann wieder verkaufe nachher, oder Mai oder Juni oder wann auch immer das war, wo der große Verkauf ging, dann bis dahin werden wir sicherlich mehr als 6000 Klamotten da rauskriegen. Wenn ich jetzt wirklich dann 8 Monate am Laufen habe, ich da 8000 mal Klamotten, vielleicht sogar 10.000. Das würde schon ordentlich einen Absatz bringen. Das würde schon ordentlich Geld bringen wieder, ja. Naja. Also der nächste Kuhstall, oder der Kuhstall ist auf jeden Fall in einer erreichbaren Nähe. Sagen wir es mal so, wie es ist. Das müsste gehen. Ich habe übrigens bei den Aufträgen geguckt, es gibt keine. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist das so, dass ab einem bestimmten Punkt keine Aufträge mehr kommen? Oder hat das jetzt mit irgendeinem Mod zu tun, den ich installiert habe, dass ich keine Aufträge mehr kriege? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, aber ich kann nur das Phänomen beschreiben, dass ich keine Aufträge mehr kriege. Was ich sehr schade finde, aber leider ist es so. Und ich bleibe hier alleine liegen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wir kommen auf der Seite nochmal zusammen hier. Das sollte reichen. Würden wir gute 60 Ballen zusammen haben. Ja, so, das heißt also, wir haben dann genügend Grünschnitt wieder für unsere Schafe und hoffentlich, das müsste eigentlich dann auch für das ganze Jahr ausreichen an Nahrung.
Hoffe ich zumindest einfach mal. Da gehe ich jetzt auch mal ganz fest von aus. Dann haben wir na gut, beim Raps müssen wir mal gucken, wann wir den verkaufen können. Ich denke mal, das wird sich aber noch hinziehen, auch im Dezember sein. Da ein bisschen Geld. Was wir noch einnehmen könnten. Lageballen würde ich ganz gerne noch 12 Stück machen. Na, das kriegen wir dann hin im Anschluss. Dann hänge ich die andere Maschine hinten dran. Und dann machen wir nochmal 12 Ballen Silage. Ich denke, die Fläche, die wir haben, sollte in etwa das hergeben. Dass wir nochmal 12 Ballen hinkriegen. Wir können ja quasi den ganzen Bereich dort bei den, bis zu den Bäumen nehmen. Und dann natürlich auch noch das, was hinterm Schafstall ist. Ja, da sollte einiges zusammenkommen. So eine Wiese brauchen wir noch nicht. Noch nicht. Aber es könnte natürlich sein, dass wir dann nachher die Kühe dazu kommen, dass wir es dann brauchen. Ja, ich würde. Oder wir müssen so viel Ballen machen jetzt so von der Salage. Eigentlich müsste ich 3-4 mehr machen, dass ich dann 3-4 Ballen da dauerhaft liegen habe, falls dann irgendwann mal der Startschuss für die Kühe kommt, dass ich quasi auch die Silage fürs Futter dann da habe, ne? Dass es dann gleich losgehen kann. Und ich da eine gute Futtermischration dann machen kann. So. Ja, mal den Rest, den krempel ich auch noch ein. Es hat mich aber gewundert, warum da mal so ein großer Haufen rauskam. Das muss ich jetzt nur ehrlich zugeben. So, hier mal so einen ganz großen Bogen rum. Also hier wieder drüber fahren. Das soll ich mit einsammeln. So, gut. Okay, also das soll es gewesen sein für heute. Ich werde wahrscheinlich dann in der nächsten Folge werden wir dann die Silageballen pressen. Ja, 12 Stück wären dann ganz okay. Am besten dann 14, dass wir 2 über haben. Die wir also gesondert hinstellen. Das ist eigentlich schon keine schlechte Idee. Dass wenn nämlich dann wirklich der Startschuss kommt und wir können jetzt loslegen und haben dann genügend Ballen. Beziehungsweise haben dann genügend Geld, dass wir Kühe kaufen können, dass wir dann auch wirklich gleich mit allen Futtermitteln loslegen können, die wir so haben. Dann müssten wir eigentlich auch so 12 Strohballen so kalt. Weil ich möchte wirklich dann in dem Moment, wenn ich die Kohle dafür habe, für die Kühe, möchte ich da auch gleich mit loslegen. Das sollte jetzt dann so früh und so schnell wie möglich gehen. Da ja, plätschert ja schon ein bisschen Geld bei rein. Dann auch, wenn wir dann regelmäßig die Milch verkaufen können. Oder halt die Milch Endprodukte verkaufen können. Ich denke mal eher, dass wir mehr oder minder dann auf die Endproduktion oder Endprodukte schielen, als auf die Milch selbst. Aber gut. Dann würde ich sagen, war das doch ein guter Schnitt. So, bis dann. Tschüss.